Seite 86 die 1. Wir haben Pi von, also es wird 10 mal geworfen, n gleich 10. N gleich 10, Pi gleich 0,4. In den ersten drei Würfen Zahl, in den restlichen Kopf. Also das ist jetzt Zahl, 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 Kopf, dub, 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 Kopf. Das, hier ist die Reihenfolge wichtig. Das heißt, ich habe 0,4 mal 0,4 mal 0,4 mal 0,6 mal und so weiter hoch, hoch 7. Ne? Und eben nicht 3 aus irgendwas, weil das ist jetzt so ein Baum. Das war die A. Genau, mit Reihenfolge. Dann höchstens 3 mal Zahl. Da ist mir jetzt die Reihenfolge völlig egal. Das ist so eine BNPK-Geschichte. B, ja, also so eine BNPK mit P von K. Höchstens 3 mal Zahl. Kleiner gleich 3. Okay? Ist F 10, 0,43. Also die Summe, ja. K ist K gleich 0, K gleich 1, K gleich 2, K gleich 3, alles summieren und fertig. Tabelle nachschauen könnt, müsste eine Tabelle drin sein, ja, dieses Kumulativ. Nächstes, dann radiere ich mir hier mal, naja, Platz. Jetzt wird es so ein bisschen komplexer. Das war hier Standard, die ersten zwei, und jetzt ist es ein bisschen zum Knobeln. Jetzt machen wir mal andere Farbe, C sind wir. In den ersten drei Würfen jedes Mal Zahl, insgesamt aber viermal Kopf, und jetzt teile ich das. 3, 7. Ne? Das hier, die ersten drei, vielleicht doch was Dünneres, so, die ersten drei Zahlen, ja, das ist 0,4 hoch 3. Und jetzt hier viermal Kopf, das ist jetzt B, jetzt nicht 10, sondern 7. 0,4, das sind viermal Kopf, dreimal Zahl muss es dann sein. Dreimal Zahl. Ja? Das ist das hier. Und das heißt also 3 aus 7, 0,4 hoch 3, 0,6 hoch 4. Das ist viermal Kopf. Kopf, Zahl, genau. Und hier eben, weil die Reihenfolge egal ist, dieses 3 aus 7. So, und diese 2, das ist ein Und. Ja? Also, und deswegen ist hier ein Mal. Das muss passieren und das muss passieren, und deswegen werden die zwei Zahlen multipliziert. Das ist wie so ein, das kann man wie so einen Baum vorstellen. Ja? Also die erste Aktion A nicht A, B nicht B. Also A war eben dann die ersten drei Würfel Zahl. Ja? Das ist die erste Wahrscheinlichkeit. Und B ist dann die nächste Wahrscheinlichkeit insgesamt viermal Kopf. Ja? Und wenn ich bei einem Baum so entlang laufe, muss ich da multiplizieren. Nächstes. Dora, in den ersten drei Würfen höchstens einmal Kopf, unter den letzten fünf Würfen mindestens zweimal Kopf. So, das ist jetzt wieder. Also 3, 5, 2. Ja? Über die zwei steht nichts da, dann ist es egal. Ja? Also die Wahrscheinlichkeiten werden multipliziert, aber wenn nichts da steht, kann passieren, was will, das lasse ich weg. In den ersten drei Würfen höchstens einmal Kopf. Das ist ja P von K. Kleiner gleich 1. Ja, also ist das hier. Und unter den letzten Würfen mindestens zweimal Kopf. P von K größer gleich 2. Gut. Ist Kopf der Treffer? Muss ich mal kurz nochmal nachgucken. So, Achtung. Die Wahrscheinlichkeit P von, mit der Wahrscheinlichkeit P gleich 0,4 für Zahl, also P von Kopf. Okay, also hier habe ich jetzt, hier reden die ständig über Kopf, das ist natürlich gemein, da muss man nachdenken. Also hier gilt jetzt F, F. Also hier habe ich nur 3, 0,6, es geht um die Köpfe. X kleiner gleich 1 und hier größer gleich 2, also 1 minus x echt kleiner gleich 1. So, hier habe ich 5, hier habe ich 0,6. So, kumulative BNPK-Geschichte, und die zwei Wahrscheinlichkeiten wieder multiplizieren und diese zwei Wahrscheinlichkeit völlig ignorieren. Und ja, das ist ein bisschen gemein ist, dass man hier eben die getrennt betrachtet multipliziert. Und ich hoffe, ich habe jetzt mit 0,6 und 0,4 hier keinen Zahlendreher drin, aber so im Prinzip, so in der Richtung muss es gehen.